Tag 17. So, jetzt haben wir aber auf jeden Fall wieder ein bisschen was. Oh, wir haben einen Briefle. So, Vomrado, sei gegrüßt, Tigerle. Hast du einen Moment Zeit? Ich habe einen brandneuen Auftrag, für den ich dein Baugeschick im Kopf hatte. Du wirst dich wie im siebten Himmel fühlen. Bitte komm so schnell wie möglich zu mir, Bürgermeister Gale. So, jetzt haben wir erstmal hier. Der muss da rein, der muss da nicht rein. Alter, wieso geht denn da kein Eisenerz rein? Noch ganz dicht, oder was? Okay, der Musulfahrt raus. Wieso sind hier Steine drin? Dann das wieder rein. Waschmaschine. Halt, die war noch gerade da hier, ne? Da. So, hier, hier. Hier, hier, hier. Die zwei nicht. So, dann. Passt nicht. Ah. So, Erntemixer. Also statt denn kultivierte Erde. So, genau. Dann gehen wir da hin. Dann gehen wir da hin. So. Amber. So, Aluminiumplatte kriege ich wieder noch rein. Ey, wieso haben mich die Kerne gebaut? Oh Mann. So. Dann. Hatte ich gerade noch irgendwas im Kopf? Jetzt weiß ich es nicht mehr. So, Mädels. Oh, wir kriegen Eier. Ist ja geil. So. Reicht. Springen üben. Gehen wir erstmal da hoch. Boah, echt jetzt? Du kommst doch da gerade. Ah, du hast meine Post erhalten? Gut, gut. Dein Verhalten in letzter Zeit.
Besonders wie du dich um die Sache in der Wüste gekümmert hast, hat mich so beeindruckt, dass ich nicht anders konnte, als dieses Projekt für dir allein anzubieten. Ein Projekt, das das Sahnehäubchen von Portia sein wird. Kein gefährlicher Kampf, hoffe ich. Und keine Reparatur eines fehlerhaften Systems. Das ist einfach eine Gefälligkeit für die Stadt. Also, was ist das Projekt? Der Heißluftballonpark von Portia. Den wollte ich schon seit Ewigkeiten in Portia bauen. Seit ich vor Jahrzehnten im Krieg in einem Heißluftballon geflogen bin. Die Aussicht aus dem Ballon ist einfach wunderbar. Ich bin mir sicher, dass die Portianern und Besuchern gleichermaßen gefallen wird. Und ich habe endlich die Gelder dafür erhalten. Wenn ich mich recht erinnere, besteht dieses Projekt aus zwei Teilen. Zunächst musst du eine Landeplattform und Ballons bauen und sie dann am richtigen Ort installieren. Klingt nach Spaß, oder? Schaffst du das? Aber natürlich. Alles klar, ich habe in der Nähe des Ententeichs hinter McDonalds Hof etwas Platz für dieses Projekt geschaffen. Also installiere die Landeplattform dort. Ich habe mir auch erlaubt, mit Petra darüber zu sprechen. Sie ist sich sicher, dass ein Heißluftballon und eine Plattform gebaut werden können. Aber es wird wohl etwas Zeit für die Forschung benötigt. Vielleicht solltest du dich mit ihr unterhalten. Wie dem auch sei, ich muss zurück zu anderen Geschäften. Bitte pass auf dich auf. Hab Spaß und es gibt keinen Grund zu übermäßiger Eile. Außer meiner eigenen Ungeduld, zu sehen, wie diese Idee Flügel bekommt. Ja, der Wortwitz war beabsichtigt. Na dann. Müssen wir da nicht mehr rein? Müssen wir da rein? So, mal gucken. Also, wir haben keine Eile, ne? Nette Arbeit. Hier ist deine Bezahlung. Stimme will er mir überhaupt nicht. So. Dann haben wir also nur den, eine Bushaltestelle. Mache wir. Zwei kleiner Stuhl. Ein großes Rohr. 700, 100. Higgins bestellt bei uns zwei Zahlrahmen. Ne, Albert. Aber den nehmen wir, weil die Zahlrahmen, die sind, die können wir noch. Neuer Bauplan hinzugefügt. Bushaltestelle. Oh. Ist das keine TÜV-TÜV-Haltestelle? Doof. So, wir müssen erstmal zu Schnuffele Petra. So, Lili. Petra? Schnuffele Petra, komm her. Bist du für die Baupläne hier? Dann habe ich etwas für dich. Du brauchst einen Korb für ein bis zwei Personen. Etwas, um den Ballon anzufeuern und angemessen. Stoff für den Ballon selbst. Ich glaube, um die Details zu erforschen, brauchen wir 5 Datendisks. Wow. Fantastisch! Es wird ein wenig dauern, die Daten zu analysieren. Ich melde mich, wenn wir etwas haben. Alles klar. Guck, guck. Ja. Ja, was will ich denn machen? Bleibst du da? So, dann gehen wir jetzt mal googeln.
Erstmal holen wir, bauen wir kurz Stahlrahmen. Amber. Dann gucken wir mal. Genau, Bushaltestelle. Stahlhülle. Viermal gestärktes Glas. Wasserdichte Lampe. Oh, wir probieren das einfach mal. So, viermal Stahlhülle, sechsmal Bronzerohr. So, wir brauchen zwei Stahlrahmen, das heißt, wir brauchen dafür jetzt gestärktes Glas. Upsi. Wie viel brauchen wir denn da? Vier Stück. Vier Stück, die gehen ja Gott sei Dank recht schnell. So, ah, komm schon. Na, da waren noch gerade die Stahlhüllen. Ah, irgendwo habe ich da noch eine. Wahrscheinlich da drin. Come on. For you. Danke. Drei Eisenholzdielen. So, was brauchen wir jetzt noch? Sechs Bronzerohr, drei Eisenholzdielen. Alter, really? Gut, die dauern nicht. Das Zeug können wir nicht. Hey. So. Ah, einfach da rein. Ist er doch, Albert. Guck mal. Nicht schlecht. Hier ist dein Lohn. Danke, bitte. 1500. Nice. Ah, das war verkehrt. Den wollte ich. Streicheln. Ist er da drin, ist schon wieder leer. Streicheln. Oh, und das Klo muss ich auch schon wieder.
streicheln. Meine Loyalität hier ein bisschen hochbringen, ne? Und jetzt gehen wir zurück. So, was machen wir denn nun? Ja, den wollte ich eigentlich nicht. Ich will doch nur dahin. So, also hier müssen wir jetzt das Dingensens machen. Töff-Töff? Wieder neues Töff-Töff. Da haben wir nur die zwei. Habe ich wieder einen Punkt? Oh, was habe ich da vorhin genommen? Max Ausdauer. ...406 auf 412. Ja, so viel ist das nicht, aber Durchhaltevermögen steigt dadurch auch. So der, ne. Ah. So, können wir mal dahinter gucken. Aber da spritzt wieder alle. Ah ja, also hier. Ah, hier dann, Landeplattform, okay. So, siehste, da habe ich doch gerade schon wieder vergessen. Die haben wir schon. Du brauchst dich jetzt gestärktes Glas. Eisendiele, Bronzerohr, ne, für irgendwas. Ah, ich glaube, ich weiß. Alter, Fuyu? Haben wir nur 20. Das braucht doch 5 Tage. Wie lange läufst du? Okay. Dann müsste jetzt aber reichen. Schmeiße. Lampler oder auch. Eisenholzdielen und Bronzerohre fehlen, ne? 2 sind fertig. Ja, jetzt nicht so. So, wie sieht denn das hier aus? Du auch Carbon, ja.
Wir brauchen mal noch. So, ey. Aufsammeln, habe ich gesagt. So, dann gehen wir mal hier. Sammeln wir hier auf. Vier Eier, wow. Die sind ausgewachsen. Ich habe die Vermutung, ich weiß nicht, ob es stimmt, ich habe die Vermutung, abgesehen davon, dass die irgendwie ganz komisch sind, dass, wenn man die immer schon streichelt, dann wird der Ertrag immer mehr. Ich habe die Vermutung. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist, ob das ein Bug ist. Ich habe keine Ahnung. Bei den Kühen ist es so. Also dass der Ertrag mehr wird, dann die stehen selben. Er hat Maul schon. Ah, ich glaube ja mal. So, dann mal hierher. So, die zwei gucken wir jetzt mal, was uns da Ding gibt, Carol. So, halt, hier wollte ich. Hä? Erst einmal kommst du da raus. Stimmt, die habe ich letztes Mal ja da reingeschmissen, ne? Na, ja, aber nicht beschissen wird hier nicht. So, der mag er nimmer, dann nehmen wir den da. Und hier. Hallo? Da hat er schon wieder ewig gehangen, ey. Das wird ja immer schlimmer. So, haben wir auch. Der ist voll. Die kann man nicht. So, und hier und hier. Komm schon, immer fleißig düngern, ich bin also auf gut Deutsch, ist das einfach nur Mist. Die Stadt war auf dem Land und in den Bauernhöfen immer so stinkt. Das andere, was da so stinkt, das sind, ist Odel. Ich kann euch nicht empfehlen, in der Odelgrube zu fallen, by the way. Ich hab das gemeint, das ist cool. Also da aus Versehen reinfliegen. Der Gestank ist alles, aber nicht cool. Das war falsch. Danke. Oh, ich glaube, wir sollten was haben wir denn da jetzt? So,
Wir haben jetzt doch mittlerweile so ein bisschen was. Kultivierte Erde, Dünger. Wir brauchen Tierknochen und Schleim. Ganz ehrlich, ich würde mal sagen, das lohnt sich überhaupt nicht. Hat Zement. Zeolite, okay. Machen wir noch ein bisschen mehr Mehl. So, sollte man hier vielleicht auch mal wieder googeln, ne? Oh! So. Bushaltestelle müssen wir... Ah, guck mal, was fehlt denn da noch? 6 Bronzerohre und 3 Eisenholzdielen. Aha, 4. Ah, aber die haben wir schon mal. Ist halt die Frage, wann ist dann Nummer 2 fertig? So, 5 haben wir und 6 glaube brauchen wir, ne? Ein Fackrohr fehlt. Das ist ja mal doof. Warte mal. Suche wäre hier halt auch geil, ne? Da bin nämlich was kein Holz mehr. Aber wir haben 545 Hartholz. Oh, really? Immer noch nicht. Bin ich hier nur blind oder steht hier tatsächlich nirgendwo, wo hier, wie lange das dauert? 19, ne? Da steht immer nur Gesamt, ne? Ist ja doof. Oh, kann was Leckeres gebringt werden. So. Wie lange braucht er jetzt? Django möchte was, das habe ich wieder vergessen. Alice Blumenladen. Wie ich da halt nicht hinkomme. Sam möchte was. Ja gut, ich glaube, das verwarten wir nicht. Das dauert auch noch.
Am 12. und 13. Tag des Winters findet das jährliche Portia-Kampfkunstturnier statt. Du musst dich 2 Tage vorher anmelden, um teilnehmen zu können. Echt jetzt? Ich musste das aber nicht. Aber jetzt.